Servus, schön, dass Sie reingeschaltet haben bei einer weiteren Folge von den NBA Archery Tipps und Tricks der Woche. Ja, dieses Mal geht es ums Pfeilebefiedern. Und zwar, um es genauer zu sein, darum, wie man schön befiedert. Und zwar so, dass hier nicht alles vollgekleckert ist mit Kleber oder sonstigem Modder. Und vor allem noch dazu, wie man das hinkriegt, dass die Veins, egal was man mit denen anstellt, nicht abfallen. Weil man sieht es immer häufiger, oder ich sehe es immer häufiger, dass bei den Leuten während einem Turnier einfach mal die Federn flöten gehen. Oder im Training. Und ich bin der Meinung, das muss heutzutage absolut nicht mehr sein. Wie das Ganze funktioniert, sehen wir. So, dann legen wir mal los, und zwar damit, was wir überhaupt alles brauchen für die Geschichte. Als erstes, wir brauchen Küchenpapier, dann brauchen wir Papierhandtücher. Also es ist nicht zwingend, aber ich finde es besser wie nur das Küchenpapier. Dann klar Kleber, völlig egal, ob das jetzt hier der Max Bond ist oder hier so ein Aurel oder irgendwas anderes. Hauptsache es ist ein vernünftiger Sekundenkleber. Und da hat jeder so seinen Favoriten. Bei mir ist halt der Max Bond. Dann einen Primer. Da ist es auch wieder völlig egal, ob das ein Easton Primer, ein THC Primer oder sonstige Primer ist. Die sind im Prinzip alle gleich und die tun alle die Veins gleichermaßen gut vorbereiten. Dann braucht ihr ein Befiederungsgerät. Auch völlig egal, was für eins, von welchem Hersteller, Marke, sonstiges. Das eine hat mehr Komfort, das andere weniger. Das ist euch überlassen, ob ihr ein teures nehmt oder doch lieber das 20 Euro Befiederungsgerät. Funktionieren tun die alle. Dann braucht ihr euer Paint, klar, eure Pfeile und euren Reiniger. Reiniger sollte es irgendwas sein, das den Schaft ordentlich reinigt und entfettet vor allem. Also hier Isopropanol zum Beispiel, also so ein Reinigungsalkohol. Bremsenreiniger ist ganz gut. Auch hier diese Tücher, die habe ich mal geschenkt bekommen. Sind auch ziemlich cool hier von AEE, aber es kostet halt auch wieder relativ viel Geld, wenn man es jetzt vergleicht mit Reinigungsalkohol, Aceton oder hier so ein Bremsenreiniger. Ja, und das war's. Wenn wir das alles haben, dann können wir direkt loslegen. Gut, als allererstes, wir nehmen jetzt unseren Schaft und reinigen den. Also Küchenpapier nehmen, Schaft, dann ein bisschen Reinigungsmittel. Hier in meinem Fall der Bremsenreiniger. Und dann wird erstmal der Schaft sehr schön ordentlich gereinigt. Und wenn wir das erledigt haben, sieht man auch schon schön, ups, wenn ich es nicht wegschmeiße, was hier eigentlich für ein Siff auf dem Schaft hängt, obwohl das ein nagelneuer und sauberer Schaft ist. Ja, wenn wir das soweit haben, kommt er wieder ins Befiederungsgerät, so wie sich das gehört. So. Dann nehme ich immer meine Veins als nächstes, stopfe die direkt in den Befiederer und nehme den Primer. Das ist eigentlich schon das. Ja, eigentlich der Hauptgag an der ganzen Geschichte, wie nachher die Veins so unglaublich fest an dem Schaft halten. Ich reinige die Veins eigentlich nie, ich nehme nur diesen Primer, streiche da 2-3 Mal drüber, lasse ihn kurz trocknen und wenn der trocken ist, dann kommt der Kleber drauf. Jetzt gibt es die Möglichkeit, entweder man ist super genau mit dem Kleber beim Draufmachen, dass man nicht zu viel oder zu wenig drauf macht. Oder man benutzt hier einen kleinen Trick, nämlich den mit dem Papierhandtuch. Den habe ich mal gesehen bei, wie heißt er nochmal? Dan McCarthy. Der hat das mal auch in einem Video gezeigt und das ist ein wirklich super Trick, wie man seine Veins ordentlich befiedert, ohne dass der ganze Schaft voll gekleckert ist und man nicht zu viel oder zu wenig Kleber auf seinem Vein-Kiel hat.
quasi, man macht ein bisschen mehr drauf, wie man es so normal gewohnt ist. Und dann tupft man das einmal auf sein Papierhandtuch. Und jetzt hat man genau die richtige Menge auf seinem Federkiel. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Und es ist schön verteilt überall. Und dann kommt es einfach hier drauf. Nimmt die Fiederer, zack. Und man wartet seine 10 Sekunden, 15 Sekunden, 30 Sekunden, je nachdem, wie man das so sich angewöhnt hat. Bei mir, ich mache es eigentlich nie länger wie 10 Sekunden, das reicht mir vollkommen. Und dann geht das Ganze weiter. Dran. Jetzt warte ich auch wie jetzt hier meine 9 Sekunden, 10 Sekunden, 20, je nachdem, wie man das so handhabt. Und dann war es das schon. Ich habe jetzt hier einfach jede Wellen einmal abgetupft und dann sieht man den ganzen überschüssigen Kleber hier auf dem Tuch, der eigentlich dann am Schaft rausgequillt wäre, seitlich am Federkiel. Und das sieht nicht schön aus, finde ich. Und klar, es macht jetzt dem Pfeil nicht viel aus, ob der jetzt da ein bisschen Kleber drauf hat oder nicht. Aber ich finde, es sieht halt einfach tausendmal besser aus. Hier auf dem schwarzen Schaft sieht man es jetzt schlecht. Ich habe hier einen anderen noch. Wie wenn hier alles vollgesaut ist. Hier sieht man dann schön, dass das eine ganz ordentliche und saubere Sache ist, wenn man das so macht. Genauso habe ich hier an dem Pfeil, weil der eh schon kaputt ist, mal, also der ist jetzt uralt, der Pfeil. Und jetzt möchte ich euch mal an dem zeigen, wie super das Ganze hält mit so einem Primer und dem Kleber, wenn man das so macht, weil die Veins, die bekommst du nicht mehr ab. Da hast du keine Chance. Wie man sieht, also die kriegst du nicht ab. Und wie gesagt, joppa. Heutzutage braucht meiner Meinung nach keiner mehr mit Vane verlieren. Weil mit den Primer Sticks, die jetzt eigentlich schon fast jeder Hersteller auf dem Markt hat, ist es ein Ding der Unmöglichkeit, seine Vanes zu verlieren. Egal, was man mit denen anstellt, ob man irgendwo durchschießt oder irgendwas anderes, da passiert einfach nichts. Ja, das war's schon. Und ich hoffe, das hilft euch ein bisschen weiter, vor allem wenn ihr Probleme habt, wenn mal eure Vanes abfallen des Öfteren oder ihr auch jemand seid, der hier alles verkleckert. Ja, dann bis zum nächsten Mal und haut rein, Leute, ne? Und vor allem in der heutigen Zeit bleibt gesund, gell?